Aufzeichnung dürfte jetzt laufen. Ja, eins, zwei, ja, es kommt. Hallo. Zunächst werde ich noch einmal auf diese Situation eingehen. Wir wissen, es ist eine ganz tragische Geschichte. Die haben ja jetzt ausgemacht, dass sie sich treffen. Heißt hier, also ich wiederhole nochmal den Sinnzusammenhang, ehe ich auf den Text zu sprechen komme, den haben wir hier. Schaut her. Da sehen wir, wie die Sonne untergeht. Hier, jedes Mal markieren, da, ne, da geht die Sonne unter, beim linken Comic, et eadem ipsa nocte, und dieselbe in dieser Nacht, und hier sieht man alles, wie sie die Tür Klinke dreht, die Türangel dreht, ne, wie sie hier weggeht, die Mauern der Stadt im Bild 2, die Mauern der Stadt hinter sich lässt, hier, wie sie hier sich niederlässt, concede sub aburbe. Sie hat sich niedergelassen am Graben, mal schauen, wie treu die da sitzt, und jetzt wartet sie, die Arme, die wartet und wartet auf den Geliebten. Mei, oh mei, welch Tragik. Und jetzt kommt als nächstes, hier sehen wir die Lea Ena. Venit ecce recenti, cere laina, bums spumantes, oblida rictus, depositura sit in vicini, fontis in ura, sieh da, es kommt, das schäumende Maul beschmiert, mit dem frischen Blut von Rindern, sehen wir hier, an dem linken Bild hier, über drei, unterhalb von 93 schräg, das Rind sehen wir sogar liegen, mit dem frischen Blut von Rindern, eine Löwin, um sich den Durst an der nahen Quelle, die abgebildet ist, zu stillen. Und da kommt's jetzt. Wehe mihi Lena, wehe mir eine Löwin, und sie haut ab. Und was passiert? Sie verliert den Schleier. Wohin fliehe ich? Und sie flieht, Thisbe aus Babel, und flieht in eine Höhle. Da in der Höhle ist sie, die Thisbe aus Babylon. Mei, mei. Welch Schicksal, welch Radio, und die böse Löwin kommt und findet, hier seht ihr. Ut lea se, was sie timulta, ut lea se, was sie timulta, von pescuit unda, multa hier lang mit viel Wasser, dumbre insel vas in ventus fortis ipsa, ore cruenta tot in ueslan, ja, vidamitus, und so weiter. Jetzt reißt's den Schleier. Und jetzt wird's blöd. Jetzt wird's blöd. Jetzt wird's, da ist er nämlich. Na, da könnte ich wütend werden. Die sehen sich nie mehr wieder. Doch, sie sehen sich nochmal. Aber die können sich niemals. Noch einmal küssen sie sich. Okay, wie auch immer. Er kommt zu spät. Der Trottel kommt zu spät. Welch Frechheit. Ich sag's euch, Jungs, kommt nicht zu spät. Ey. Wenn ihr, ich meine es wirklich ernst, wenn ihr ein Rendezvous habt, das ist also eine Verabredung, so hieß das früher, und wenn man sich irgendwo verabredet hat, für was weiß ich, hier am Graben mal das Niese, weil wir irgendwo am Marktplatz, am Rathaus, da in der Ecke, da oder in der und der Gasch, ich sag euch eins, kommt nicht zu spät, lasst die nicht warten. Man darf niemals eine Frau warten lassen, ehrlich. Nie und nimmer. Nie glaubt mir, mir ist der Fehler auch schon passiert in meiner Jugend. Ich Depp war zu spät. Nie mehr gesehen. Okay, wie auch immer, aber es ist alles gut und egal. Jedenfalls, Jungs, ihr dürft beim Rendezvous nicht zu spät kommen. Die Frauen, die dürfen ruhig mal zu spät kommen. Die sollen ja den warten lassen, ein bisschen. Müssen ja gleich Knallerfall da, Punkt dastehen. Der kann schon ein bisschen warten und zeigen, dass er warten will. Auf die Angebetete. Ne? Aber ja, kommt man nicht zu spät. Bitte, bitte. Und jetzt kommt nämlich Pack Tablaket. Schauen wir nochmal schnell. Ist da, fängt schon an. Ne? Da ist er. Links oben. Der Pyramus. Ne? Seht ihr das, was passiert? Er kommt zu spät. Mei, oh mei. Ja, jetzt übersetzen wir aber.
war die Vorarbeit. Gut, dann schauen wir noch mal rein in das Comic. Was muss ich jetzt, was habe ich hier? Moment, Moment, Moment. Da müssen wir gleich einschreiten. Wieso lässt sich mein Text nicht öffnen? Was ist das? Ich hatte noch eigentlich auf. Moment, Moment, Moment. Also ich das gleich. Ich bitte um Entschuldigung. Ich mache aber jetzt keinen Stopp. Ich frage mich, warum da nichts kommt. Aber wie auch immer, machen wir erstmal das Ding weg. Nein. So. Okay. Dann gehen wir mal da raus. Muss ja ein bisschen tricksen. Das machen wir weg. Okay. Und jetzt versuche ich dann noch einmal mein aufzumachen. Das steht hier. Moment, Moment, Moment. Ja. Nee, unter. Moment, sorry, sorry, sorry. Das tut mir jetzt leid. Ich weiß, dass auch andere reinschauen. Also ich bitte vielmals um Entschuldigung. Jetzt. Ja, jetzt. Jetzt bleibe ich mal ein Stick. Ich. Ja, aber ich. Soll ich nochmal anfangen? Nee, ich fange nicht nochmal an. Ihr könnt es ja überspringen. Ihr seht ja, wenn der Text wieder weitergeht. Können wir nach vorne gehen. So, jetzt brauche ich hier. Ja, jetzt kann ich wieder aufmachen. Na, ich habe nämlich mein. Jetzt, das ist das Problem, genau. Jetzt sehe ich es, okay. Ich kann einen Stick draußen, macht ja nichts. So, 10b, da seid ihr. Metamorphosen, Textausgabe, Exemplar, 4455, und da haben wir ihn. Ja. Okay, jetzt ist da. Okay, ich lese. Serius egressus vestigia vidit in alto, pulvere carta ferrero totoque expalluit ore, pyramus ut vero vestemque sanguine tintam, reperit una duos in quidnux perdit amantes. Equibus illa fuit longa dignissima vita. Nostra nocens animast, ego te miseranda perim, in loca plena metusqui jussi nocte venires. Nec prior huc veni, bis hierher was auf, nostrum divellige corpus. Mensch, kommt zu spät, sehr zu spät, egregus. Tempus perfect vidit wen oder was die Vestigia? Die Carta Vestigia in alto pulvere. In alto pulvere, nicht im alten, ne, sondern im tiefen. Im tiefen Wüstensand, im tiefen Staub. Hat erwidert, wen oder was die Vestigia, wessen? Jetzt würde ich dieses Charta Prädikat, nee, Prädikat geht nicht, Prädikat geht nicht. Hat die Vestigia Charta Fere eine Sphäre und er expalescere, heißt erbleichen, er ist blass geworden. Wo? Aus Oris neu und Mund mit dem Antlitz, Ore. Toto. So weiß wie Schnee. So weiß wie Tasche wäscht. Glaube ich früher. So weiß. Weiß. Er bleicht, er wird weiß. Er ist weiß geworden. Wer oder was am Schluss? Diese Stilfigur kennen wir. Inversion kennen wir, haben wir jetzt ständig gehört bei der Philippika, Pyramus. Ja, jetzt deuten wir auf ihn, Pyramus, was machst denn du? Okay, und jetzt kommt's. Ut
hiermit sobald er wäre, aber wen oder was auch. Akkusativ Singular Tsingtan Westen gehört zusammen. Und zwar Tsingtan ist angenehm gefärbt mit Sanguine. Das auch mit Sanguine gefärbte Westen hat er repariert. Und jetzt sagt er, jetzt erkennt er ja, was los ist. Una nox. Hyperbaton. Una nox. Oh, perdet. Perdet, wird perdet. Wen oder was? Duos amantes. Una Duos amantes gehört zusammen, una nox auch. Nominativ, Singular, Akkusativ, Plural. Perdet amantes. So, und jetzt jammert er noch rum. Equibus. Illa, 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 ich, sie hätte leben müssen, nicht ich. Illa fuit. Würde ich als Reales übersetzen, wäre würdig gewesen, wäre würdig, überaus würdig gewesen. Eines longa vita, wessen man wirklich steht mit Ablativwort dabei. Eines longa vita. Nostra hier anstelle von mea, nostra anima, meine Seele ist nocens, nocens, ego te miseranda, bejammernswerte, habe dich per emi dürfte angegeben sein, vernichtet, ego te per emi, ne, in loca, der ich, qui ego, der ich. You see, jubere jubio, machen wir es ein wenig größer, damit wir ein bisschen was schreiben auch. Jubere. Man kann das recht hier, der schläft jetzt. Der hört sich jetzt, der ist jetzt eingeschlafen, ich bin ja sehr interessant. Gerade war er noch wach, jetzt ist er eingeschlafen. Ja, hoffentlich ist das nicht so einschläfend. Der schläft hier ein. Mein kleiner Kater, 18. Okay. Also, Jubere, Jubeo, Jussi, Jussum, befehlen. Steht immer mit Akkusativ und heißt befehlen. Aber er hat jetzt hier nichts befohlen, das nehme ich hier nicht. Und angeordnet hat er auch nichts, so schön. Das wäre ja toll, wenn der Mann, die Frau irgendwas befiehlt. Wo sind wir denn? Ne? Anordnen, ich würde hier lassen, nehmen, lassen. Beispiel. Cäsar, Pontem, in Renum, in Reno. Wir sagen, wo nein, hinein, in den Rhein. Weil die Pflöcke da rein, die Pflöcke reingesteckt haben, Pontem in Renum, Fieri, Jussit, Cäsar ließ eine Brücke über den Rhein bauen. Über den Rhein bauen. Er hat, ihr ließ, ich ließ dich, Miseranda, an einen Locker. Plena metus, war ja die Löwe da, in loca plena metus. Kommen. Ja, ich habe befohlen,
dass du nachts venierest. Das Veniere ist hier merkwürdigerweise hier ohne Ut abhängig von Jussi. Also ich nehme hier lassen. Wir nehmen kein ACI, sondern Ut, das weggefallen ist hier. Das Ut vor venieres. Also der ich dich an einen locker plenametus nachts. Auch noch nachts. Mann! Und nicht, und jetzt kommt's, und nicht er. Seht das? Er hätte da sein müssen. Er. Der Loser, er hätte da sein müssen. Und ihn nicht Prior hoc veni und nicht vorher hierher gekommen. Jetzt mache ich natürlich weiter für die nächste. Ihr könnt dann hier aufhören zuzuschauen, morgen wieder aufmachen bei der nächsten Hausaufgabe. Nostrum divelli de corpus. Et scelerata ferro consumere viscera morso. Ocumque sub hac habitatis rupe leones. Ja, und da bin ich bei meinem Kader, ist ja auch ein wenig so ein Löwe, noch so ein kleines Raubtier. Ja, na, ich habe nur kleine Bengalen und die gehen auch immer nur, so die bauen sich immer Höhlen, die wollen immer irgendwo rein. In irgendwelche Höhlen. Also, sie bauen sich Höhlen und wenn man ihnen irgendwas gibt, was so höhlenähnlich ist, da gehen sie ganz, ganz gern rein. Ja, das wollen die Löwen offensichtlich, ne? Und die Wellite zerreißt. Mit Feromorsu gehört zusammen, mit Feromorsu. Zerreißt meinen Korpus. Und, also hier klären wir, ist getrennt ganz klar, die Wellite Korpus. Und consumite, verzehrt, mit Feromorsu, wen oder was, die verbrecherischen Viscera, dass die alles angegeben sein, die verbrecherischen Eingeweide, verzehrt, denn die galten als Sitz der Seele und die Seele ist ja schuldig. Ich würde sagen, schuldig ist er eigentlich nur, weil er zu spät gekommen ist. Immer wieder kommt man nicht zu spät, ihr Jungs. Okay, weiter geht's. O ihr quicunque, o ihr Leones, o ihr Leones, die ihr, alle ihr Leones, so würde ich es machen, alle ihr Leones, die ihr sub H-Gruppe, nicht in, sondern hier unter, weil die halt drunter sind, unter dieser Höhle. Wir sagen hier in, der Lateiner sagt unter, wir können in sagen, in dieser Rupe. Rupe? Ah ne, unter diesem Felsen ist besser. Felsen, ich habe jetzt gedacht, Höhle, Felsen, das könnte ist eine Metapher, aber eine Metonymie, aber egal. Wir nehmen hier unter Felsen. Hier alle, ihr, jetzt geht unter. Sub, Rupe, Habitatis. So. Septimere est optare necem. Das ist klar. Tollit, tollit. Aber was zum Tollere? Ich habe jetzt nichts da. Tollere, tollit. Ich habe doch was zum Tollere. Schlecht ist der Karl drauf. Tollit, was nehme ich denn? Tollit, nehmen wir den Pullover. Da grüßt ihr nichts. Tollit, tollit. Tollit, velamina. Das ist jetzt der Pullover. Velamina, hispis. Und? Fert in secum. Ja, er nimmt ihn secum. Ad umbram, zum Umbra, Umbrella in Englisch, Schattenwerfer. Oder Regenschirm, vorher Schattenwerfer, Umbrella. My Umbrella, E Umbrella. Umbrella, Umbram, unterm Umbram. Trägt ihn zum Umbram. Des Pacte Arboris, des vereinbaren hier, des Baumes, hier will ich nicht vereinbaren Baum nehmen, des Baumes, an dem sie sich treffen wollten. Was in der Richtung, ja? Okay. Und sobald er dem Note, das ist bekannt, ne, diese
Note Pullover ist bekannt und sobald er und er kennt Note Westi. Den bekannten Westi hat er wahrscheinlich durch den Ritz gesehen. Den bekannten Westi. Lagrimas. Lagrimas. Gemein. Gemein. Und? Oscula Dedi. Spricht er. Acibinung in quidno nostrigo sanguis haustus. Nimm nun auch einen Haustus. Zudem einen Haustus, einen Schluck von Nostri Sanguis, ne? Claro. Und das Eisen, das Schwert, mit welchem er, ein Cinto in Italien, Cinto, der Gürtel, mit dem er, Cinto, umgürtet war das Eisen, mit dem er Akindus, bewaffnet ist besser, bewaffnet war, Gürtel, weil man kann ja nicht mit einem Eisen umgürtet sein, sondern nur mit einem Eisen, sondern nur mit einem, ja, wie soll ich sagen, nur mit einem Gürtel. Il Cinto, in Italiano si dice il Cinto, okay. So, das jagte sich, die Missit angegeben, stößte sich in die Ilia. Mei, mei. Und ohne Verzögerung sterbend, Moriens, sterbend, hat er Trare Trare Traxitractum. Mal wieder mal was zu schreiben, damit ich von meiner Dramatik wegkomme. Ich fühle da immer richtig mit, ey. Ja. Okay, jetzt dieses. Also, Trahere, Traho, Traxi, Traktum. Trahere, weil es oft kommt. Trahere, Traho, Traxi, Traktum. Ziehen. Eppen. Da kommt der Schlepper als Traktor, der Traktor kommt her, Substraktion unten wegziehen, Attraktion anziehen, eine Anziehungsbund oder attraktiv, eine attraktive Frau, ein attraktiver Mann anziehend, ja, das alles kommt daher. Darum habe ich es jetzt aufgeschrieben. Okay, machen wir weiter. Jetzt Jakuit. Ja. Moriens hatte das wieder, na, da ist der Dolch, aber es war viel größer, der hat in die Weichen und dann hat er es wieder rausgezogen. Traxit. Und jetzt lag er. Resupinus, rücklings. Resupinus dürfte angegeben sein. Resupinus auf dem Rücken. Auf dem Humor. Cruor ist hier auch ein anderes Wort für Blut. Emicare spritzt hoch empor, alte. Und jetzt hier machen wir weiter. Nicht anders. Jetzt kommt eine wunderschöne Metapher. Und wir sind ja leider noch nicht in Pompeji gewesen, aber dort sehen wir überall diese Bleiwasserleitungen. Ja, und die gab es damals. Die war natürlich innen so vom Kalk belegt durch die Kalkablagerung des Wassers selbst, dass die natürlich nicht bleihaltiges Wasser eben weiterleiteten. Nicht anders als wenn. So, funktioniert das wieder nicht gut. Nicht anders als wenn. Fistula plumbo. Vitiato plumbo. Das ist Ablativ. Wenn durch fehlerhaftes Blei, also wenn ein Loch im Bleirohr ist, durch fehlerhaftes Blei, Skinditur, Fistula ist das Wasserleitungsrohr.
Ja, die Wasserröhre wegen fehlerhaften Blei dann so langsam ins Kindliche gespaltet wird und Ejakulatur. Ejakulatur. Ejakulari. Hier hinausschleudern, herausspritzen lassen. Ejakulatur. Und, also ein Deponens herausspritzen lässt, den oder was? Aquas, Longas Aquas, also in hohem Bogen Aquas, durch die Foramine, ne? Im Rohr durch die Foramine. Durch die tenue Foramine, durch die zarte, dünne Öffnung, durch die zarte, stridente Foramine, ne, gehört auch zusammen, stridente, zischende, zischt, zischt, hört man doch, mit Wasser raus, zischt. Und in Ictibus die Luft rumpit bricht. Was ist damit gemeint? Ja. Also, es kommt stoßweise, das Wasser spritzt stoßweise heraus, genauso das Blut. Warum? Ja, da sind wir bei der Medizin. Es gibt ja die sogenannte Systole, Diastole, und wenn das Blut eben immer wieder von der Kammer, von der oberen Kammer in die untere gepumpt wird, in dem Moment geht es eben wie eine Luftpumpe, wird es in die Arterien gepumpt, das Blut, und die Arterien sind ja zerstört, wenn man ja so, wenn man sich das Messer in die Weichen, also in die Weichteile rammt, die Arterien sind zerstört und dann spritzt das Blut raus, das Herz schlägt aber noch und pumpt weiter das Blut dadurch und da ist immer pumpt, das Blut geht und dann wird es ja wieder weniger. Der Blutdruck wird einmal mehr, hoher Blutdruck weniger. Ja. Und da spritzt dann nichts, aber immer wenn das Herz pumpt, das Wasser in die, das Blut in die Peripherie tut, dann spritzt es eben raus. Dann ist der Blutdruck eigentlich, ihr Druck in den Arterien größer. Und wenn im nächsten Moment, wenn sich die untere Herzkammer dann zusammenzieht, dann ist er wieder kleiner. Deshalb haben wir zwei verschiedene Werte beim Blutdruck. Hoffentlich habe ich jetzt nichts falsch gesagt. Und so meine Kenntnisse noch aus der Sporttheorie. Puh. Okay, gut. Ja, das war's jetzt zunächst, sonst wird es zu viel und da mache ich dann weiter. Arrivederci, ihr seht, bei mir ist 20:53. Schönen Abend. Und mein Kader, mein Kader. Soll ich den machen? Damit er irgendwie. Komm mal her, du musst mal her. Komm mal her. Damit ihr seht, da ist mein Kader. Hallo, Bubi, schau mal. Schau mal, da ist er. Hallo. Hm? Sag mal hallo. Hör mal, Bubele. Hm? Hallo. Was ist denn da Interessantes? Hm? Na, so, jetzt lasse ich die miteinander. Husch. Okay. Gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Gut. Und jetzt machen wir aber erst einmal zu. Doch, ich habe alles richtig gemacht. Ja, Gott sei Dank. Das X würde ich nicht sehen, das würde bedeuten, ich habe den Bildschirm nicht geteilt. Allora, arrivederci, ciao, 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 ciao. Aufzeichnung beenden und